Hallo und herzlich willkommen, Leute. Hier möchte ich mal ein Video zum Spiel Fishing Superstars mal wieder machen. Und zwar geht es hier darum, die Lucky Cards einmal zu präsentieren. Und zwar habe ich jetzt so viele Sterne gesammelt, dass ich jetzt einfach mal ordentlich einen raushauen wollte. Wie in anderen Spielen auch, also wie bei Genshin Impact auch schon mal erläutert, ist es ja nun mal so, dass man auch echtes Geld reinstecken kann in dieses Spiel, um diese Sterne zu bekommen. Das würde ich aber niemals empfehlen. Hiermit möchte ich euch einfach nur mal so ein bisschen zeigen, was man so an Gewinn erwarten kann. Obwohl ich auch sagen muss, dass im Verlauf meiner Karriere in dem Spiel die Preise immer besser wurden. Ich glaube, das wird wahrscheinlich auch mit dem Glückswert zu tun haben, den man ja in den Attributen findet. Naja, soweit so gut. Ich habe aktuell 20.700 Sterne und ich dachte mir, komm, wir ziehen insgesamt 15 Mal. Ich habe 20 Lucky Cards Coupons und ich habe im Endeffekt danach noch 14.000 Sterne, denke ich, das passt. Mein Handy habe ich jetzt gerade hier. Ist irgendwie witzig, wenn man das so zeigen kann. Das ist tatsächlich die aktuelle Aufnahme. Gehen wir doch direkt einmal auf Lucky Cards. Wählen die Legend Lucky Card aus und bestellen doch gleich einfach mal den 10er. Dann kriegen wir einen extra, das heißt, wir kriegen nicht nur 10 Preise, sondern 11. Ja, die Slot Expansion, Rare Frostwork, okay, ist in Ordnung. Rare Blue White Knight ist nicht so geil, kann ich aber verwerten über den Workshop. Und was kann man noch sagen? Slot Expansion schon wieder. Genau, ansonsten ist alles nicht so besonders. Auch Special Expansion Ticket, weiß ich nicht. Ist jetzt nicht das Feinste vom Feinsten, aber ja, was soll man dazu sagen? Nehmen wir direkt den nächsten. Nummer 2 von 15. Na, was kriegen wir diesmal? Das ist schon mal nicht so gut. Old Totem ist eine ziemlich gute Angel. Ich sag mal, meine Hoffnung liegt hier, weil ich ja fast alle Angeln habe mittlerweile. Ich bin ja mittlerweile Mr. Unbesiegbar. Mich kriegt man nicht mehr. Mich haut man nicht mehr so leicht vom Hocker. Mein Ziel sind gute Kostüme, weil da habe ich tatsächlich momentan das größte Problem. Da könnte ich am besten optimieren. Genau, Old Totem ist, glaube ich, eine Level 107er Angel. Also ziemlich gut. Special Expansion Ticket fürs Aquarium ist nett. Die Coupons, Lucky Float Coupons, Special Lucky Coupon, ja, kann man auch immer als nett bezeichnen. Mal gucken, was wir jetzt bekommen. Hoffentlich Kostüme. Epic Universal Gem ist schon mal nett. Blue White Knight hatten wir schon, können wir verwerten. Der Rest ist jetzt auch nicht so besonders. Hauptsächlich Köder. Slot Expansion Ticket mag ich immer sehr gerne, weil man dadurch seinen Storage neben dem eigentlichen Inventarplatz noch erweitern kann. Und Inventarplatz ist Gold wert in dem Spiel. Nächstes Stück. Schon wieder Epic Universal Gem. Snowy Sand. Ihr seht, ich kriege in jeder Ziehung momentan eine Angel. Das hat, wie gesagt, einerseits vermutlich mit dem Glück zu tun, andererseits aber auch damit, dass ich aktuell innerhalb eines Events ziehe. Da wird auch versprochen, dass die großen Items kommen. Mich würde mal interessieren, ob ihr auch immer eine Angel zieht. Ob ich da mal Rückmeldung kriegen könnte, weil die Community ja doch... Ja, ich finde, die Community hat nicht so einen gesammelten Platz, wo man mal ein bisschen sich austauschen kann. Snowy Sand ist okay, Epic Universal Gem kann man auch mal gebrauchen. Special Lucky Coupon, naja, Special Lucky Coupon, naja. Lucky Upgrade Exklusiv Scroll kann ich bisher noch nichts mit anfangen. Ich weiß nicht, wofür die ist. Ich glaube aber, dass es irgendwas mit dem Float zu tun hat. Nächste Ziehung. 500 Sterne, jo. Wieder Epic Universal Gem. Wie gesagt, kann man auch immer gebrauchen. Was haben wir hier noch? Spiderweb. Special Expansion Ticket, Lucky Float Coupon, jo. Der Rest eher nicht so. Obwohl man diese Tränke natürlich auch mal gebrauchen kann. Epic Destiny Upgrade Potion mal plus 19 mal 1 kann man nehmen. Also wie gesagt, die anderen Sachen sind jetzt nicht so dramatisch besonders. So, weiter geht's. Nächste Ziel. Achso, Spiderweb ist nicht die geilste Angel. Aber ist okay. Auch zum Verwerten. Für mich ist sie zum Verwerten. Ja, ich bin auch mittlerweile sehr abgehoben, weil ich halt die besten Angeln schon habe. So, ne? So, nächste Ziehung.
Zack. Oh, hier geht's aber ab mit den Angeln. So, da habe ich einmal den Scarlet Mist. Zweimal. Brauche ich nicht, wird verwertet. Dadurch kriege ich wieder Legend Coupons. Vielleicht ziehen wir noch ein 16. Mal. Mal gucken, je nachdem, wie ich die verwertet kriege. Kann ich ja nochmal zeigen. Lucky Upgrade Exklusiv Scroll ist auch wieder wahrscheinlich wertvoll, aber das werde ich erst im Laufe der Zeit merken. Oder je nachdem, was ihr denn sagen werdet. Ne? Diese Bite of Glory kann man mittlerweile verkaufen. Gott sei Dank. Eine Zeit lang ging es nicht. Oh. Holy shit. Da habe ich die Dinger angenommen und ich hatte keinen Platz mehr in meinem Inventar. Oh, konnte ich die nicht verkaufen. Das haben sie es mittlerweile gefixt oder, weiß ich nicht, freigegeben. Wie man es auch immer nennen mag. Nächste Ziehung. War gerade etwas verwehrt. What the fuck? Ja, wieder epische Gedöns. Oh, Apollo Skaters. Aber die habe ich, glaube ich, schon. Das wäre jetzt natürlich High-End für mich. Epic Universal Gem wieder drin. Genau, brauche ich nichts mehr zu sagen. Und der Rest ist relativ, ja, Mainstream. Nächste Ziehung. Epic Kostüm Universal Gem, auch wieder gut. Snow Pearl wird verwertet, Devil Bloons, Blue Devil's Horn wird auch verwertet. Nächste Ziehung. Helgi's Crown, Grizzly Bear, oha. Grizzly Bear ist ja, glaube ich, die seltenste Angel so in dem Banner, wenn nicht gerade ein Event läuft. Ziemlich gut, habe ich aber schon. Dementsprechend wird sie vielleicht sogar verwertet. Mal gucken. Rare Gaia wird verwertet, denke ich. Helgi's Crown habe ich auch schon. Dementsprechend wird es wahrscheinlich auch verwertet. Nächste Ziehung. Ja, Legend Jubel Transmute ist, denke ich, schon ganz gut. Habe ich bisher noch nie so gebraucht. Aber ich denke, das kann man schon sehr gut einsetzen. Slot Expansion Ticket wieder, Lucky Coupon, genau, die nehmen wir immer gerne. Rare Kronos, nicht so gut, also wird verwertet. Weiter geht's. Ihr seht viel Ramsch dabei, ne? Vor allen Dingen, wenn man nicht die Angeln kriegt. Wenn man noch keine Angeln hat und keine Angeln kriegt, ist es halt extrem Ramsch. So, Ramsch. Legend Universal Gem, sehr gut. Epic Luck Coupon, ja, wie immer, ganz okay. Special Expansion Ticket kann man auch mal gebrauchen. Alles so eine Dinge, wo man sagt, ja, ist nett, okay, behalten wir. Ja, nächsten. Ich werde mal den währenddessen eintrinken. Ja, manche würden mich jetzt für geisteskrank erklären. Aber hier schon wieder. Frostwork wird man wahrscheinlich verwertet. Old Totem und Grizzly Bear. Drei Stück, drei Top-Angeln in einem Zug. What the heck? Also das ist eigentlich völlig irre. Aber ich sag mir halt, wird verwertet, wird verwertet, wird verwertet. Nächste Ziehung. Epic-Kostüm wieder, okay. Rare Plum ist, glaube ich, jetzt auch nicht die beste Angel. Werde ich mal gucken, ob ich die verwerte. Ich kann damit gerade nicht so viel anfangen, komischerweise. Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Nächste Ziehung. Sind wir, glaube ich, auch bei der 14. schon. Okay, Rare Odin ist auch eine sehr gute Angel, werde ich aber wahrscheinlich auch verwerten, habe ich schon. Slot Expansion Ticket mal 3. Ja, nehmen wir wieder. Und Spiderweb hatte ich ja schon gesagt, ist nicht die beste Angel. So, jetzt nehmen wir die letzte Ziehung. Und zwar, oh, Golden Helbex Top. Oh, ihr seht schon, Kostüme sind hier ultra selten. Ich verstehe es nicht, warum nicht mal Kostüm? What the hell? It's going on nerves. Oder habe ich zu viel Luck? Kann das vielleicht daran liegen? Ich weiß es nicht. 1000 Luck ist nämlich wirklich extrem viel. Das habe ich durch 1000 verschiedene Sachen. Irgendwie, es kommt durch alles Mögliche zusammen. Ich habe auch die beste Lackangel, die bringt, glaube ich, schon 300 oder so. Dann habe ich noch diese Labels da, die bringen auch nochmal 200 oder so. Naja, Lucky Coupons gut, Enhancement Kristall ist gut, Golden Helix Top wäre top, aber habe ich leider, wie der Name schon sagt, top ist top. Aber ja, habe ich leider schon, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja, dann könnten, oh, wir kriegen ordentlich Red Stars. 60 Stück. Ja, das Ding ist nur bei diesen 60 Stück, dass man die ja mittlerweile sehr einfach kriegt über dieses, ne? Ihr wisst Bescheid.
Ach, das ist recht komplex. Okay, ich werde die mal zusammensammeln und dann werde ich es cutten und dann können wir zusammen mal gucken. Angenommen, wie ich konnte. Ich habe jetzt mittlerweile, glaube ich, 12 mehr Inventory Space wegen dem Kram. Genau, wollen wir das mal alles disassemblen? So, dann ziehen wir noch dreimal aus unseren ausgearbeiteten, ne, Resten. Sehr schön. Epic. So, Blue White Knight again. Kann man direkt wieder verarbeiten. Ja, dann haben wir wieder ein Slot Expansion Ticket. Das hilft uns weiter. Genau wie ihr Special Expansion Ticket. Und der Epic Luck Coupon ist auch immer nett. Genau. Nächste Fuhre von den drei extra. Genau, Combination Crystal, Habex Top, hatte ich eben auch nur eben schon mal. Slot Expansion Ticket ist wieder gut. Rare Full Moon Shadow werde ich weghauen, denke ich. So, nächste Runde und die letzte damit für heute. Come on, please, give me everything. Valkyrie, Grizzly Bear again. Oh, ich habe in dieser Ziehung 4 Grizzly Bear gehabt oder so. Oh Mann, what the fuck. Und entsprechend wäre es das dann auch. Und ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch was und erstmal tschüssi.